Beute hier ist besonders lichtscheu und kommt erst nachts aus ihrem Versteck. Autsch! Mann, ey. Haben wir hier irgendwie... Der Tor wieder nach oben klettern. Der Mann. Irgendwas anderes gefunden. Oh, was ist das hier? Komm. Aber hier? Super Elixir. Super Tente. Ja, ich weiß, liefert Elementarenergie. Schön. Wie das andere haben. Paprika. Oh, das ist normale Paprika. Yay. Keine leidende Paprika. Super. Endlich mal ein Gewürz oder Gemüse, was nicht leidet. Irgendwie hier in der Richtung waren doch noch die anderen, ne? Ja. Oh, wurde aus. Kann aber nicht klettern. Das ist schon komisch. Lara kann wenigstens klettern. Agibidu informieren? Nee, keine Lust. Ich muss erstmal mit dem normalen Kampfsystem klarkommen. Wobei die Erneuerung von Eis Baby mit Dirk Bach, Mettwurst Baby ist immer noch am besten. Mettwurst Baby! Ich bin ziemlich erschöpft. Oh ja, Noctis, ja, klar. Wann hat man hier den Schnulli weggenommen? Gestern? Nach dem Film? Wo sie losgefahren sind. Ah, so. Ja, dann. Dann kein Wunder. Deckung ging zum Regenerieren. Dann leuchtet das so komisch. So, als ob Nordpollichter sind. Was? Ganz schön dunkel hier. Licht. Ah, Licht geht an. Das Licht geht an. Wir gehen nach Haus. Verkehrtes Ding. Nice. Feuer mal weg. Mein Speer hier mal wieder reinsetzen. So, wir machen Licht an, also können wir doch jetzt das hier machen, oder? Oder kommt jetzt gleich wieder diese Mitteilung? Automatisch laufen? Automatisch laufen? Nee, macht er gar nicht. Kein automatisches Laufen. Nur gedrückt halten. Boah, langweilig. Oh, da funkelt's. Funkelmariechen. Oh, schön juckt. Ernsthaft? Ich hab doch jetzt schon das Licht angemacht. Da ist es doch schon dunkel. Also Schatz, merke, ne? Wenn ich das Licht im Zimmer anmache, ist es dunkel. Selbst wenn es nur für den PC ist. Oh Mann, ey. So, jetzt zeigt der Mond. Mal gucken, ob das jetzt ausreicht. Ich bin müde. Wann sind wir denn endlich da? Okay, so kann man nicht bescheißen. Okay.
Eine schöne. Ist das. Ach, da funkelt. Ein Saft! Ja, auch mal eine Uhrzeit? Autschi! Ja, nee. Pariere alles. Pariere und Kombos. Reagiere auf die Anzeige zum Parieren, um gegnerische Angriffe zu kontern und deinen Kampfgefährten die Möglichkeit für einen Kombo zu geben. Flüchten gibt's nicht. Bums, Valari. Hier ist ausgewischen. Erledigt. So, Aufgabe. Haben wir dies noch? Ich denke mal, mit 8 können wir uns auch noch anlegen. Ist das jetzt ausgewählt? Ja. Unser TÜV ist da oben. Ignis, ich wäre auch ganz anders gefahren. Aber du? Nein, du nicht. Hey Schatz, das ging aber flott. Nacht. Nachts ist es zu gefährlich. Ernsthaft. Lass uns irgendwo übernachten. Ich will Ignis fahren lassen. Es ist zu gefährlich. Ich kann dir zwar nichts verbieten, aber überleg es dir gut. Dies wird eingeworfen, ich soll rasten, weil sonst gibt es wieder Level 30. Ja, alles klar, dann rasten wir. Man kann hier bloß nur so schlecht rasten. Aber dafür gibt es Loot hier. Was steht da? Achtung, wilde Bestien, Gebiet nur in Begleitung eines Jägers betreten. Medacius Jägergrenze, Zentrale. Ich will aber wissen, was das ist hier. Ich will. Was ist hier? Wo seid ihr denn durchgekommen? Allheilmittel, ernsthaft. Ich kann da nicht durch, aber ihr kommt da durch. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Das sieht ja mega da hinten aus.
Mit. Nicht in die Richtung. Okay. Da kommen wir definitiv noch hin. Ortschaft. Da werden wir nicht mehr zur Ortschaft fahren. Ja, das ist hier mit dem. Oh Mann, das wird gefährlich. Wenn wir dahin wieder fahren, das ist auch ein bisschen blöd. Wie lange dauert die Nacht? 22 Uhr. Das dauert mir viel zu lange. Geschäft. Oh, kaufen. Und da hat ein Knöchelbond. Zutaten. Oh, man kann sogar Zutaten kaufen für Essen. Oh, cool. Oh, manuelles Fahren. Gehen wir. Los geht's. Was dort? Oh, das war knapp, Digga. Mal rot das hier vorne. Kann ich doch hier campieren. Wenn das hier vorne dampft, dann ist hier nämlich doch so eine Stelle. Eine Campstelle. Ah, jetzt taucht sie erst auf, die Lagerstätte. Ah, toll. Okay, wir machen Rast. Wir rasten. Wir rosten. Die Punkte gut schreiben. Klingelingeling, der Eiermann. Klingelingeling. Was war das? Wenn das so einfach wäre bei uns. Aber nur so ein Bild sehen und das dann machen. Das wäre toll. Was ähnliches habe ich, glaube ich, vorgestern gegessen. Ja, voll gut geschmeckt. Hat ja auch meine Frau gemacht. Boah, das hört sich gut an, aber ich habe noch was von meinem. Muss ja auch noch weggegessen werden. Wilde Jägerspieße. Aha. Ignis, du wirst immer besser, finde ich teuer. Man kann hier nicht mal angeln. Der hat echt Zeit zum Fotografieren dabei, ne? Tolles Foto, Prompto. Boah, ich fress. Jetzt fahren wir wie unsere Väter damals durch die Welt. Sogar das Auto ist dasselbe. Ob der König und sein Gefolge so gut feiern konnten wie wir? Schwer vorstellbar. Ich meine, mein Vater Regis ist damit schon gefahren. Sie mitten im Krieg. Ja, Bruder, lässt der Wagen nicht aus dem Arsch kommen. Ja, Krieg ist eine echte Spaßbremse. Na, Schatz, trink mal was. Die hatten die Zeit ihres Lebens, sonst hätte Vater diesen Trip nie organisiert. Kommt man da auch hin? Ah, da kann man sogar eine Schnellreise machen. Ja, okay, tagsüber ist es kein Problem, aber trotzdem, das ist ja mal eine geile Sache. Das hätte mir das Spiel auch mal vorher verraten können. Wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? Überraschend halt. Die Aufgaben-Ding. Aschen? Ja, da haben wir uns irgendwie missverstanden. Ne? Ich will dahin. Aber wenn wir hier sind, können wir abliefern. Heute schlage ich richtig zu. Willkommen.
alles noch dran? Ja, natürlich. Yep. Bei mir auch. Willkommen zurück. Ich war noch gar nicht weg. Boah, das hat 1570 Kill gebracht. Alter, Falter. Alles noch dran? Ja, so wie eben gerade auch. 1740. Ich werde voll reich. Hungrig vom Jagen? Ich bin ganz Ohr. Ach komm. Was soll das kosten? 1400 Gil? Dein fucking Ernst? Nee. Habt vielen Dank. Bestimmt Gift drinne. Mann, wie das duftet. Lieb bei Kindern die Krähen. Kennys frische frittierte Fritten. Kennys frisch frittierte Fritten. Boah, das ist ein Satz. Am besten schmeckt sie, wenn alles schmeckt. Mann, Schlemmer hat gut im Krähen. Soll das ein Vogel sein? Voll süß, oder? Oh Mann. Was für ein Scheiß. Kann ich eigentlich tanken? Automatisches Fahren fortsetzen geht gar nicht. Okay, automatisches Fahren. Da will ich hin. Dahin. Wer macht das nicht? Wo komme ich denn da jetzt nicht hin? Aufbäumen der Jacken? Oder ist das wieder etwas, was bei Dunkelheit ist? Fahren wir mal zu den Schleimischen. Neuer Tag, neues also an der gleichen Stelle ist. Auf geht's. Ja, bestimmt während der. Achso, während der Fahrt komme ich da so nicht rein. Okay. Mal so eine Info, ne? Gaspedal ist rechts. Ne, das haben wir auch das Gefühl, dass er es nie findet. Hältst du auch irgendwann mal an? Ignis, halt mal an. Verstanden. Okay, gehen wir zu Fuß weiter. Der Typ, ey. So, aber ich will... Aufgabe. Geht zu weit jetzt weg dadurch. Das ist doch arschig, Mann. Das haben sie schlecht gemacht, muss ich sagen. Hat mal so einen automatischen Chauffeur und dann ist er kacke. Also Level 8er kriegen wir noch hin. Das wird einfach. Einfach, weil es einfach ist. Ich hab Hunger. Wir hatten ja gestern auch nur Toast. Macht mir bitte keine Vorwürfe. Ach Mann. Ich bin froh, dass es überhaupt was gab. Ohne Zutaten kann ich nicht kochen. Find das toll, dass du nicht so kämpfen willst. Also irgendwie hat er dann so ein kleines. Ja. Da will er einfach dann nicht. Wo ist denn der? Hey, grüß dich! Los jetzt! Alle fit? Und wie? Weiter geht's. Du warst aber auch. Steckt er sich da oben? Unfassbar. Schlaucht alles ganz schön. Ja. Nee, es hat ihm überhaupt nichts gebracht.
Ich war da. Hachi! Krass, diese Attacken, die sie dann doch so ein bisschen zusammen ausführen, ohne dass man selbst was dann machen muss, aber es ist ein bisschen ablenkend, muss man dazu sagen. Schade, dass er dann nicht auch mehrere gleichzeitig trifft. Und dass er ziemlich schnell wechselt, den Gegner. Obwohl man die ganze Zeit schon den anderen fokussiert hatte. Das erinnert mich natürlich, wenn ich das mit Ignis mache, hier an Schwertsturm. Jetzt ein bisschen aufheilen. So, er markiert die dann, wo ich dann importe. Interessant. Also kann er für mich diese Markierungen setzen. Nicht schlecht. Wenn man da nicht wegkommt, ist es natürlich nachteilig. Aber man kann dann nichts drehen. Hat ja gerade den fehlenden Pummel geschossen. Das war aber echt gemein. Das war echt fui Papa. Ganz schön hingezogen. Boah, hätte er ihm die Kanone in die Garsche drückt da mehrfach ab. So ein Perversling nur. Alter Gefatter. Hältst es nicht aus, so. Ei, 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 ei. So,
Auto? Dorthin. Nee, nee, nee. Was für ein Perversling, du. Aber alle haben rote Sohlen, ne? Die rote Sohlengang, ey. Besonders Rutschhemd. Das ist ein Argument. Machen wir es kurz. Schluss mit dem Elend. Verschwinde! Das ging aber fix jetzt. Klingt als Nein! Ernsthaft? Ernsthaft? Du hast das? Prompto? Boah, nee! Es sei denn, sie sehen definitiv aus wie Gummistiefel. Weiß nicht, wie Leute mit Gummistiefeln die ganze Zeit rumlaufen können. Bei Regen kann ich das ja irgendwo noch verstehen, aber... nee, da. Nee, 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 nee! Macht der Barrett mal. Übel, übel, sprach der Dübel. Ja, da möchte ich gerne hin. Holz in der Kiste. Noct, lass uns im Krähennest essen. Schon wieder? Hast du Wir haben da noch nicht gegessen, aber egal. Ja, ja. Naja. Müssten wir doch jetzt eigentlich aufgestiegen sein auf Stufe 2. Wir haben jetzt richtig Asche am Arsch. Zu den Anfang. Sehen wir uns das mal an. Was denn? Findest du jetzt mal? Willkommen. Willkommen zurück. Grüß dich. Oh, ey, das wird immer mehr. Exzellent. Tarnreif. Weil wir nicht, du wirst auch immer mehr das Geld brauchen. Ah. Hm. Die Scheiße. Alles ausgezeichnet. Nee, ich will nicht. Das kostet mich zu viel Geld. Dann gebe ich lieber Geld für Zutaten aus. Um Ignis zu leveln. Nein. Ausrüstung. Noctis. Und das macht 100? 200. Ja, ich werde jetzt einfach mal an meine Kollegen denken. Weil ich bin so gutmütig. Du nicht. Ich glaube, Ignis braucht den dringender. Wir müssen doch nochmal wechseln. Der kleine Hosenscheißer braucht den dringender. Er hat nur 200. Also, sag mal. Kein Wunder, dass er so viel Zeit hat zum Fotoknipsen. Boah. Nebenwaffe. Kann ich gar nicht so bestimmte Sachen machen, jetzt so irgendwie noch mal ein Messerchen oder so, sondern explizit für die dann die Sachen. Okay. Gut.
Fertigkeit. Mal gucken. Wie viel haben wir denn? 51. Ah, nee, dann muss ich gar nicht weiter gucken. Wert Lanze ermöglicht nach einem Angriff in der Luft einen Schritt in die... Achso, das war das Ding. Nee, das interessiert mich nicht. Team. Erhöht den Schaden von Kombos. Das finde ich gut. Analysiert zu Kampfbeginn die Gegner und zeigt Schwächen und Attribute auf. Eva ist abgeschrieben. So, Großschwert ermöglicht das Kontern gegnerischer Angriffe mit dem Großschwert. Super. Gladio. Schusswaffe lässt prompto einen weit entfernten Gegner präventiv angreifen. Füllt die Kommandobalken. Oh, das ist super. Warum mit? Ignis, was hast du denn da noch? Führt einen Konter durch, indem dem Gegner EP entzieht. Oh, das ist gut. Führt eine Angriffsserie durch, die den Gegner vergiftet. Vergiften? Oder Gegner EP entziehen? Ich nehme Drachenblut, das ist EP entziehen. Das finde ich geiler. Oh. Bei Drachenblut da schnell. Oh. Zeitaufträge? Beschreibung? Also das ist das hier mit dem. So. Aber wo kann man jetzt hier bitte mal tanken? Mal dahin. Vielleicht gibt es da mal eine Tanke. Hier eben gerade siehst du ja keine. Dann sitzen wir auf dem Trockenen. Abschleppen ist schlecht. Kostet Geld. Unnötig Geld. Bin ich kein Fan von. Muss ich am Hungertuch nagen. Oder er frisst seine Mitstreiter. Ich liebe diesen Laden. So viel Autozubehör. Ja, für einen Technikfreak wie dich sicher toll. Tankstelle, Tankstelle, Tankstelle. Tanken. Für 10 Gil auf Volltank. Oh, ja, da kann ich mir gerade noch so leisten. Oh, das ist was für Niki. Oh. Jetzt glänzt der Wagen wieder wie neu. Du hast gesagt, ich kann den Wagen aufmotzen, ne? Ah, okay. Erstmal duden. Schmelze dahin wie Butter. Digi, oh, voilà. Da hat jemand Feuer gefangen. Mit wem? Mit dem Ober muss ich reden. Wo ist denn der Ober? Da ist Ober. So. Also machen wir mal mit dir. Ach, fast vergessen. Ich wollte euch ja noch fragen, ob ihr den Regalia tunen möchtet. Ach, Hoheit, letzte Nacht im Traum hatte ich die zündende Idee für den Regalia. Wie sieht's aus? Darf ich sie verwirklichen? Kannst du Regalia jetzt zum Regalia Typ D umbauen lassen? Der Regalia Typ D ist ein Geländewagen, mit dem du auch abseits von Straßen durch Gelände fahren kannst. Ja, wir bauen um. Nichts Kostenloses. Habe ich jetzt ein SUV? So. Woo! Hallo!
Hallöchen, Papierchen! Ulala! Krasses Ding! Überraschung! Wir haben neue Teile reinbekommen. Individualisieren. Was können wir denn machen? Toll. Bei Tuning, das, was mich jetzt interessiert, geht nicht, ne? Sandpaket. Mehr habe ich im Moment nicht auf Lager. Und? Was ist mit den Felgen? Anzeige vielleicht so vorher oder so? Nein, ich will das nicht behalten. Ja, zurücksetzen, danke. Es geht. Innenraum. Gut, sieht anders für mich aus. Nee, danke. Karosse. Tiefseeblau. Hm? Elfenbein. Oh, Protzkarre. Protzkarre. Also, Tiefseeblau sieht gut aus. Ja, das gefällt mir. Gefällt. Bist du dir sicher? Dann mache ich mich mal ans Werk. Fertig. Na, was sagt ihr? Finde ich geil, aber ich weiß, dass ich den zurückbauen kann. Das habe ich nämlich schon gelesen. Ja, wieder das normale Modell. Guck, ob ich da tunen kann. Deswegen will ich da nämlich nochmal gucken. Also dann, gute Reise. Och, Mädel, den hättest du ruhig in Blau lassen können. Nee, kann ich immer noch nicht tunen. Ist dann Designer-Package? Welches Design möchtet ihr gerne? Nett. Der Drache. Bis bald, Jungs. Aber tun kann ich ihn immer noch. Was steht heute an? Machen wir irgendwie mal kurz auf die. Vielleicht ist er eben im Typ D-Modus schneller. Bloß ich hatte jetzt gedacht, dass er halt nur im Normalzustand getunt werden kann, ne? Also dann, genießt das neue Gefühl von Freiheit. Mann, der Wagen wurde jetzt aber häufig umgebaut. Ach, da ist er so schon, sogar schon im Tiefseeblau. Okay. Bis bald, Jungs. Ja, tschüss. Der Typ D ist ein Offroader. Du kannst mit ihm auch abseits von Straßen durchs Gelände fahren. Mit Kreis kannst du ihn außerdem springen lassen. In bestimmten Arealen, wie zum Beispiel Ortschaften, wird das automatisch Fahrerassistenzsystem aktiviert. Ist der Tank leer, kannst du den Typ D nicht selbst schieben. Ist nämlich ein Fragezeichen. Da will ich nämlich gerne mal hin. Ihr wart als Ziel ist für die automatische Fahrt, muss es festlegen? Ja. Lasst nicht mal gucken, ob er aufgeht. Okay. So, los geht's. Ist nicht dein Scheiß Ernst. Dass so etwas überhaupt möglich ist. Aber er hat schon mal ein bisschen Geräusch dazu bekommen. Echt alles.
Kannst du auch schneller fahren? So wie der dann nicht schneller geworden ist. Der Wagen hat eine Haltbarkeit? Jägersiedlung. Aha. Nacht. Wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Okay. Hey, hier ist ein Chocobobby. Wildtierpeisender, Pfoten weg. Muss es anfassen. Ich muss anfassen. Geht nicht. Ich folge mein. Ach du schon wieder. So trifft man sich wieder. Ja, was für ein Zufall. Unterwegs? Falls ihr Erkennungsmarken findet, dann bringt sie mir doch. Oh, nervst du jetzt damit schon wieder? Nur deswegen sind wir jetzt. Oh. Hier gibt's nochmal Eis und so. Trotzdem, das war jetzt doch gerade eine arschige Situation. Das ist. Hey, wie läuft die Reise? Ja, habt Klopapier vergessen. Defekt. Super. Waffenkopf. Ich hoffe, es ist was für dich dabei. Oh, ich will dieses fette Schild haben. Breitschwert, Kriegsklinge, Jagdspeer, Rächer. Potpourri. Bis in Bälde. Ich will das Schild haben. Ansonsten, oh, da ist Blitz da um die Ecke. Ich will mal wissen, was passiert, wenn ich vollkommen aufgeladen bin. Weiter geht's. Maximale Kapazität erreicht. Wow, mehr nicht. Ich muss mir, glaube ich, doch gleich das Magie unter Dings Wumsel angucken. Ist das eine Giraffe? Ist das da hinten eine Giraffe? Zwei? Die Giraffe? Ja, ist voll. Ich weiß, ich wollte aber das Ding hier aufheben. Danke. Was ist nun? Ich laufe rum wie Giraffe. Nee, Eis ist da noch. Bin ich auch noch mal. Kannst du, glaube ich, später kombinieren, okay? Schlagen wir jetzt mal die Zirpo. Ups. Wer rastet, der rostet. Ab ins Bett. Klingt gut. Jetzt schon um 11 Uhr ins Bett. Willst du mich arschen? Oh. Dingelingeling. Können wir Essen auch ausfallen lassen? In die Jägerspieße. Ach, das ist ein Lieblingsgericht von ihm. Ein Gladio. Ich will nichts essen machen. Flammengerösteter Toast. Okay, wir machen Toast. Toast geht immer.
Ja, die Gerichte werden auch immer kleiner. Talent zum Fotografieren ist besser geworden, ach du Schande. Ich will endlich mal angeln. Sogar im Kampf siehst du gelassen aus. Schon coole Bilder. Friedlich hier draußen. Da wird einem erst so richtig bewusst, wie laut und grell Insomnia war. Das hast du hübsch gesagt. Aber ich habe trotzdem Angst, hier im Dunkeln zu übernachten. Nicht der richtige Ort für eine Nachtwanderung. Aber mir gefällt's. Ja, mir auch irgendwie. Hätte ich nicht erwartet. Wieso nicht? Na, du bist ein Prinz. Und? Haben Prinzen etwa Freiluftphobie? Die haben Probleme. Aber gut, Leute, ich mache erstmal für heute Feierabend. Ich bedanke mich bei allen, die da waren, und dann sehen wir und hören uns morgen wieder. Bis dahin.